Hey, hallo und willkommen hier bei Otode TV. Ich möchte euch heute mal das Tool Aluga vorstellen, mit dem ich mehrsprachige Videos mache. Ich habe da mir mal ein Beispiel rausgesucht, eines Herstellers, den ich gefunden habe, der Videos in mehreren Sprachen macht. Was macht der Hersteller? Der lädt praktisch sein Video viermal hoch in Deutsch, Englisch, Russisch und Chinesisch. Ich war mal so frei und habe mir einfach mal dem seine Videos genommen und zeige euch mal an einem Vorgang, wie das Ganze funktioniert. Zunächst mal lade ich mir, in dem Fall mache ich das mit YouTube to MP3, die MP3s von diesen vier Videos herunter. Ihr seht, ich habe jetzt diese vier Videos hier und die möchte ich jetzt in GarageBand öffnen. Also ich mache das unter Mac OS X, deswegen GarageBand. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. In meinem Fall lege ich gerne einen Projektname so an, dass es die ID des Videos ist, das ich gerne verwenden möchte, in meinem Fall des deutschen Videos. Da ziehe ich mir nun die vier MP3-Dateien rein und schaue mir erstmal an, ob die denn auch wirklich so richtig funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Also ich höre mir mal die Sounds an, passt das von der Zeit her, etc. Guck doch mal, vergleiche das mit den anderen Sprachspuren. Wenn das Ganze so weit passt, ich gehe am Ende des Videos und gucke, wie hört sich das Ende an. Also das kann man natürlich auch in dem Video sehen, aber ich mache das direkt im Audio-File und passe dann die Länge aller vier Sprachspuren an. Die sollen am Ende für Aluga natürlich gleich lang sein. Anschließend exportiere ich die einzelnen MP3-Spuren. In meinem Fall nehme ich die höchste mögliche Qualität. Das sind 256 Kilobit pro Sekunde. Das wird dann gebounced und wird in MP3 konvertiert. Und das mache ich natürlich mit jeder dieser vier Sprachen. Also einmal im Deutschen, im Englischen und, wie wir es eben ja auch schon nochmal hatten, im Russischen. Ihr seht, am Ende mache ich .ros.mp3, aber das ist euch völlig überlassen, wie ihr das machen wollt. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und ich mache das auch fürs Chinesische. Mein Projekt sichere ich jetzt noch eben. Ihr seht, ich habe jetzt die vier Audiodateien. Ich öffne jetzt den Miro Video Converter. Den brauchen wir, weil wir brauchen neben dem MP3 auch noch das sogenannte WebM-Format. WebMHD nehme ich in dem Fall, damit wir eine gute Audioqualität haben. Denn manche Browser spielen MP3 ab und manche spielen WebM ab. Und wir wollen ja sicherstellen, dass es auf allen Browsern funktioniert. So, ich gehe jetzt in Aluga rein, füge die ID dieses Videos ein. Ich sehe, zack, es ist da. Füge die Sprache hinzu. Ich fange mal mit Deutsch an. Da hole ich mir den Titel von dem Video. Hier mal kurz kopiert, da eingefügt. Und die Beschreibung, das ist das Geile an Aluga, die packe ich mir auch damit rein. Ich habe dem überhaupt gar nichts geklaut. Das ist immer noch sein Video. Ihr werdet das gleich sehen. Es ändert sich überhaupt gar nichts bei ihm. Nur für Leute, die Aluga haben, für die wird es gleich richtig krass. So, Englisch rein, Text rein. Zack, Sprache hinzufügen, dann das Russische rein, zack, den Text rein und Sprache hinzufügen. Ihr könnt es auch anders machen, ihr könnt erst immer eine Sprache machen und dann die Audiodateien hinzufügen, dann nächste Sprache, oder ihr macht es so, wie ich das mache. So, wenn ich meine Sprachen hinzugefügt habe, klicke ich bei allen Vieren auf Hochladen. Auch das könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr das machen möchtet. Ich lade es gerne bei allen Vieren direkt hoch, ziehe mir die MP3-Dateien da drauf und lade die mal eben alle hoch, zack, 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 geht relativ schnell. Der packt jetzt diese MP3 auf den Aluga-Server, das ist ganz wichtig. Wir müssen die dort einlagern, sozusagen. Und jetzt ziehe ich noch die WebM-Dateien rüber. Wir brauchen also alle 8 Dateien in dem Fall. So, was passiert jetzt? Ihr seht, ich habe ganz normal diese Seite, ich ändere gar nicht. Ich mache jetzt einfach einen Reload auf der Seite und voilà, automatisch ist da Aluga mit drin. Hört mal rein. Ob Akkubird oder Powerbird-Reihe. Die appliance requires the correct nose piece for the blind. Если красный сигнальный свет горит при нажатии пусковой кнопки, возможно... Ein zu großes Mundstück
kann zurückspulen, an irgendeine andere Stelle gehen, das spielt gar keine Rolle. Braucht das Gerät so werden, starker Abrieb, kann die Stahlung the head. Dass das einfach funktioniert. In 3 so, jetzt gehe ich in mein WordPress rein und bette dieses Video jetzt auf meiner Seite ein. Ich hole mir kurz den deutschen Titel, ich hole mir den englischen Titel, also in meinem Fall brauche ich beide Titel, weil ich das zweisprachig mache. Dann habe ich einen sogenannten Einbettungscode, da muss diese ID mit rein, den Einbettungscode habe ich euch einen Link unten reingepostet, wo ihr den findet. Dann habe ich dieses Video auf meiner Website, jetzt zeige ich euch kurz in Safari, dass die Sprache automatisch ausgewählt wird. Ihr seht, ich habe den jetzt in Englisch gestartet und das Video stand tatsächlich in Englisch. Ich habe es einfach mit einem anderen Video gemacht, weil im WordPress habe ich das nur als Entwurf drin, diesen Artikel, deswegen konnte ich euch den direkt zeigen. Ich wechsle jetzt mal auf Italienisch. Der Browser startet jetzt in Italienisch. Ihr könnt sehen, sagt, der Browser ist in Italienisch. Und Achtung, wenn ihr das Video startet, es startet automatisch in Italienisch. Weil dieses Video habe ich in Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch zur Verfügung. Das war soweit erstmal, wie Aluga überhaupt funktioniert. Guckt doch mal auf die Webseite http://aluga.com. Da kann man sich das angucken. Da gibt es auch eine Blogseite. Klickt ihr mal an. Da gibt es ganz viele Artikel und auch viele Videos, die da schon eingebunden sind. Ich selber habe mittlerweile auch mehrere Videos dafür gemacht. Ich hoffe, ihr findet das cool. Wenn ja, ich bin der Bernd. Ihr seid ja auf meinem Ototi-Channel. Wenn ihr wollt, abonniert mich doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.